Ich darf euch etwas über die Provisionierung von Teams erzählen. Es gibt da zwei, drei Varianten. Ich zeige euch dann das Tool, wo man das machen kann. Zuerst zu meiner Person dann einmal. Ich bin der Martin, Projektleiter für Office 365 und SharePoint. Ich habe auch das Thema Power Apps unter mir, wo ich intern Wissensbroker bin. Und ich habe mir jetzt einfach frecherweise mal draufgeschrieben, Special Operations. Sobald es irgendwo ein bisschen knifflig wird oder so, dann bin ich dann irgendwo gleich mal irgendwo am Boot. Sei es, wenn wir mal irgendwie auf 3.500 Side-Collections die Navigation anpassen oder irgendetwas, was man nicht mehr von Hand machen will, dann landen die Leute schnell mal bei mir. Das ist auch der Grund, warum ich das Provisioning irgendwo mal ein bisschen angeschaut habe und jetzt auserkoren wurde, bei euch etwas darüber zu erzählen. Dann ein kurzes Programm. Wir müssen vielleicht unterscheiden, einmalig Teams ausrollen oder wiederkehrend. Dann gehe ich auf die einmalige Erstellung ein, auf die wiederkehrende Erstellung, zeige mal, was der Teams Manager ist, weitere Möglichkeiten und dann vielleicht noch ein, zwei Wörter zur Eigenentwicklung, Make or Buy. Grundlegend, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, können wir Teams provisionieren, dann muss ich immer mal sagen, was musst du haben? Musst du einerseits Bulk Creation haben, also musst du einmal 3000 Teams anlassen, weil du irgendein neues Projekt oder neue Kunden hast oder die haben noch nichts und man muss es einfach mal aufbauen. Das heisst, ich wollte eben nach dem gleichen Schema wollte ich einfach mal 50 Teams, 200 Teams, 400 Teams anlassen und will das nicht ums Verrecken von Hand müssen machen. Und das kann irgendwo ein bisschen handgestrickt sein. Das heisst, ich kann irgendein PowerShell-Script machen, ich kann dort eine gewisse Ausnahmen handeln, ich kann Präfixe irgendwo setzen, ich kann die Einstellungen anpassen, ich kann auch Ordnerstrukturen rein tun, vielleicht andere Tools nicht können. Und ich werde dir nachher noch zeigen, das darf auch Technologie ein bisschen übergreifend sein, weil es muss einfach einmal funktionieren, einmal durchrollen und dann spielt es keine Rolle mehr, ob das sauber funktioniert alles, sondern es muss einmal den Zweck erfüllen. Die andere Variante ist dann eben das Teams Provisioning. Dort geht es eigentlich darum, wiederkehrend aufgrund von Vorlagen durch den Benutzer ein Teams zu erstellen. Das heisst, ich habe ein neues Projekt, ich will dazu ein Teams machen, ich muss auf irgendeine Art so eine Teamseite können erstellen. Jetzt kann man das einerseits von Hand machen, oder es gibt dann auch Tools dazu. Das Ganze idealerweise soll nach dem Self-Service-Gedanken passieren. Manchmal gibt es noch den Fall, dass man Genehmigungen drin hat. Es darf nicht jeder Teams anlassen, sondern das muss irgendwie die IT oder eine Business Unit haben oder irgendetwas absegnen. Und idealerweise bietet es noch ein Unterstützung für Governance. Also man könnte vielleicht irgendwie Namenskonventionen durchsetzen oder Präfix setzen in der URL. Beim einmaligen Erstellen von Teams eben, da habe ich zwei Optionen. Entweder ich gehe 200 Mal von Hand hin, mache 200 Teams, 200 Tabs, 300 Channels und drücke das alles von Hand durch, gehe all die Settings machen. Kann man machen, wenn es 5-6 Teams sind, aber ist irgendwie nicht so witzig. Dann die andere Variante, die ich auch schon mal gebraucht habe, ist mit einem PowerShell-Script, wo ich eigentlich folgt aufbauen habe. Ich habe ein Excel gemacht, das für einen End-User tauglich ist. Also jeder kann irgendwo in Excel einen Teams-Namen eintragen, jeder kann einen Tab-Namen eintragen, ohne Programmierkenntnis. Und das ist End-User tauglich. Das sieht dann irgendwie so aus, da kann jeder sein, hier zur Community, kann das eintragen, hat dann nachher irgend so eine riesen Liste, wo alle Teams drin sind, die erstellt werden. Dann tun wir im Excel die ganzen Befehle zusammenstifeln, generieren wir das. Holen wir das nachher ins PowerShell rein und tue dort eigentlich die ganzen Sachen ausführen. Das kann dann irgendwie so aussehen, dass ich dann da irgendwo habe, irgendwie eine Funktion und gebe die Parameter mit. Und dann rödelt das 20 mal, 200 mal durch und die Teams werden erstellt. Das ist einfach mal so der initiale Bulk-Erstellungsprozess von einem Team, der irgendwo durch ein bisschen handgestrickt sein darf. Eben, Mixen von Technologien ist erlaubt. Ich kann auch ein bisschen PNP PowerShell brauchen, ich darf den Graph brauchen. Ich habe nicht so klare Restriktionen, weil es muss nicht über mehrere Jahre rauslaufen, sondern es muss einfach einmal funktionieren und seinen Zweck erfüllen. Dann die wiederkehrende Erstellung von Teams. Was gibt es da für Möglichkeiten? Einerseits ist der Teams Manager für Solutions to Share ist so ein Tool. Das ist jetzt relativ neu rausgekommen, vor einem Monat, zwei. Solutions to Share, viele Leute kennen es vielleicht auch vom Collaboration Manager her. Das ist jetzt ein komplett neues Tool, sie haben das frisch entwickelt. Das erlaubt auch die Erstellung von Vorlagen, oder beziehungsweise ich kann Vorlagen machen für Teams, zwei, drei verschiedene Arten. Das ist ein Projekt, das ist eine Abteilungsseite und kann ab diesen Vorlagen dann nachher Teams ausrollen. Das Ganze hat eigentlich Solution to Share, wo sie ihrem Azure gehostet haben und es basiert auf Microsoft Graph API.
Das ist sicher auch der Grund, warum man sich das Tool eigentlich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Weil die, die den Collaboration Manager kennt haben in der Wolke, der hat manchmal etwas Ärger gemacht. Das hat sie als Microsoft irgendwo ein Schräubchen umgestellt hat und dann ist das Ding nicht mehr so richtig gelaufen. Oder ist Solution to Share wieder müssen dran, bis das Ding wieder gelaufen ist und wieder sie können Seiten ausrollen. Den hier haben sie jetzt eigentlich komplett auf Graph aufgebaut. Sie haben keine Technologien vermixt. Was im Graph nicht unterstützt wird, machen sie auch nicht. Da haben sie auch gelernt dazu. Also das heisst, sie gehen jetzt nicht hin und gehen auf irgendeinen Weg etwas basteln, sondern wenn es den Graph kann, dann wird es gemacht. Und sonst nicht. Vielleicht Graph ist eigentlich die zentrale Microsoft-Schnittstelle, die sie bieten auf alle Tools hinein. Also man kann dort auf die ganze Office 365-Landschaft zugreifen. Und das ist eigentlich das Ding, wo man für irgendetwas, wenn man etwas entwickelt, am gescheitsten würde benutzen. Das Pricing ist eigentlich auch noch sehr interessant. Das ist gestaffelt nach Anzahl User. Das fällt einmal bei $99 an, wenn man unter 250 User ist, geht auf $250 bis 1000 User und $400 pro Monat, wenn man irgendwo bis 4000 User hat. Und eben, wenn man jetzt eine kleinere Bude ist, 250 Leute, das ist doch schon eine ordentliche Grösse, 100 Franken im Monat und kann dafür die Teams-Provisioning-Sachen brauchen, die ich nachher noch zeige, finde ich eigentlich einen fairen Preis. Unterstützt die Features. Ich kann dort innen eigentlich Channels anlegen in einem Template. Ich kann die Teams-Settings machen. Ich habe Members gewisse vordefinierte drin tun, Tabs, Planner-Sachen, die ich einbetten kann, das OneNote. Ich könnte auch das Ganze synchronisieren und noch ganz einen primitiven, einfachen Approval-Workflow. In dem Sinne, es muss jemand, der die Genehmigung hat, muss es freigeben. Nein, die Berechtigungen setzen kann man nicht, weil dann weiss ja auch nicht, wer soll noch in das Team sein. Grundberechtigungen kann ich grundsätzlich setzen und sagen, der Admin XY ist immer drin. Aber er weiss ja dann noch nicht, im Projekt 1 ist der Hans. Genau. Dann weitere Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht das Tool einsetzen will, dann gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde eigentlich dort auch schauen, also wenn ihr etwas möchtet, macht es auf Microsoft Graph. Das kann mit einer PowerShell sein. Zum Beispiel, wenn eure IT grundsätzlich fit ist oder ihr euch das zutrauen, könnt ihr euch auch ein Skript zusammenbauen, das so ein Teams selber ausrollt. Wo die Leute euch ein Mail schreiben und sagen, hey, ich brauche ein Teams, ihr lasst das PowerShell-Skript laufen und gut ist. Man kann das Ganze auch in eine Azure Function umbauen. Das ist dann ein PowerShell, das sozusagen in der Wolke läuft, wo keine Infrastruktur lokal braucht. Das könnte man noch koppeln mit Power Automate, also ehemals Flow. Könnte das mit Azure Storage Queues irgendwie noch befüllen. Und so, dass die Function dann eigentlich wird die Provisionierung übernehmen. Auch Nintex bietet da Hand. Nintex hat inzwischen in der Workflow Cloud auch ganz viele Aktionen drin, wo man ein Team erstellen könnte. Könnte man auch dort irgendeine Lösung drauf bauen, ein bisschen analog ein Collaboration Manager, der eine Liste hat, und aufgrund dieser Liste werden die Teams erstellt. PNP PowerShell ist eigentlich etwas, das man immer einsetzen kann für diese Sachen. Und mit PNP PowerShell kann man auch wieder den Graph abfragen und beüben. Und da gibt es noch das eine oder andere, das man auch noch weiter könnte brauchen. Also man hat da ganz viele Möglichkeiten, wenn man irgendwie eine Provisionierung machen will. Man muss für sich wissen, wo fühle ich mich am wohlsten. Ich habe vielleicht ein bisschen PowerShell, also mache ich es mit PNP. Ich bin mit Web-Requests daheim, also mache ich es über Graph. Und so kann jeder eigentlich, wenn er Bedarf hat, sich so ein bisschen die Teams-Provisionierung zusammenbauen. Mit ein bisschen Kenntnis. Dann Make or Buy. Es gibt manchmal so Szenario, ich muss sagen, auch wenn der Teams-Manager jetzt vielleicht nicht so teuer ist, gibt es vielleicht Überlegungen, wo ich sagen kann, eigentlich möchte ich es lieber selber bauen. Das kann vielleicht sein, weil genau das, was ich will, kann der Teams-Manager nicht. Und dann kann es sein, dass ich irgendwo auf die Idee komme, das selber zu bauen. Ich will keine Abhängigkeit von einem Dritthersteller, ich will das selber irgendwie in den Griff in der Hand haben. Oder keine wiederkehrenden Kosten. Ich habe schon Kunden gesagt, ja, ich zahle lieber einmalig 5'000 Franken oder 7'000 oder was denn sind. Dafür habe ich es dann und es ist meine, als statt alle Monate 400 Franken oder irgendetwas abzudrücken. Und dann weiss ich gerade, was ich habe. Was möchte ich mitgeben? Was gibt es zu bedenken? Den Aufwand nicht unterschätzen. Wenn ihr selber etwas programmieren wollt, es wird immer wieder Fälle geben, wo irgendetwas nicht geht, wo ganz viele lustige Funktionen, die das Gefühl haben, das wäre doch noch cool, das kostet aber dann gerade nochmal so viel Zeit. Einfach der Aufwand, der kann beachtlich sein, wenn ihr eine richtig ausgewachsene Provisionierung bauen wollt.
Auch im Funktionsumfang hilft es manchmal, wenn man sagen kann, ja, dann mache ich halt dort die drei Klicks von Hand noch. Weil die Ausnahmen alle abzubilden, kann dann manchmal viel länger dauern, als wenn man effektiv die nächsten 10 Jahre selber Teams anschauen würde. Oder dort noch ein Schräubchen schrauben. Technologie idealerweise nicht mixen, weil grundsätzlich würde ich auf einen Graph setzen. Der Graph wird weiterentwickelt, andere Schnittstellen können abgekündigt werden. Es kann sein, dass PNP ein Update bekommt und irgendetwas wieder nicht mehr geht. Sondern einfach auf eine Technologie setzen und die kennen und das so verwenden. Dann würde ich eigentlich gerne schnell das Tool zeigen, den Teams Manager. Das ganze Tool, das integriert sich eigentlich nahtlos in die Teams App rein. Also ich habe hier mein normales Teams, wie ich es kenne, wo ich hier auf meine verschiedenen Teams hin und her gehen könnte, wo ich die Sachen brauchen aus dem Teams selber. Und wenn ich den Teams Manager installiert habe, habe ich hier einfach einen weiteren Navigationspunkt, den Teams Manager. Ich komme dann eigentlich hier rein auf die Übersichtsseite, wo ich sehe, ich bin jetzt in der Rolle eines Approver, ich darf Teams freigeben oder neue Anträge freigeben. Und darum sehe ich eigentlich hier Open Requests. Da hat irgendjemand am 11.11. mal ein Team requestet. Das könnte ich jetzt eigentlich hingehen und das Ganze approven. Und ab dann würde eigentlich der Provisionierungsprozess im Hintergrund losgehen. Ich habe eine Übersicht über alle Teams, die erstellt worden sind. Im Moment haben wir noch Unmanaged Teams drin. Das heisst, das sind Teams, die früher mal erstellt worden sind, bevor der Teams Manager eigentlich jetzt zum Zug gekommen ist. Das wird dann in einer späteren Version einmal noch möglich sein, die Teams eigentlich einen Teams-Manager vertraut zu machen, dass man die reinnehmen kann. Ich habe die verschiedenen Templates. Da in diesem Beispiel haben wir jetzt mal ein Template aufgebaut. Teams-Manager-Template. Eben da wäre denkbar, ich habe ein Abteilungstemplate, ich habe ein Projekt-Template, was man dann halt auch so braucht. Ich werde nachher zeigen, wie man das Template noch schnell bearbeiten kann. In den Einstellungen habe ich gewisse Sachen, wo ich zum Beispiel sagen kann, die und die Personen dürfen ein neues Team-Request approven. Und das ist dann eigentlich schon wieder, wenn ich das Ganze GUI. Vielleicht noch schnell zu den Templates zurück. Wir können hier eigentlich das Template auftun. Join on the web. Und ihr werdet sehen, das ist eigentlich ganz ein normales Teams im Hintergrund. Oder es ist wirklich ganz ein normales Teams. Ich kann hier, wie das kennt, ich könnte jetzt auch weitere Channels hinzufügen. Ich könnte jetzt hier noch sagen, Add Channel. So, und dann sage ich dem. Genau. Das ist jetzt mein Teams-Problem. Also, wenn ich den nicht zulassen. Aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie es aussieht, wenn ich jetzt einen Channel hinzufügen würde. Ich könnte auch andere Tabs hinzufügen. Und dann, wenn ich das Teams so angepasst habe, also auf mein Bedürfnis passt, gehe ich eigentlich wieder in Teams Manager rüber. Sage hier einen Save. Das Ganze wird dann ausgelesen und gespeichert. Und sobald er eigentlich auf die Version 5 ist, in der Regel geht das etwa eine Minute, zwei, ab dann könnte ich auf dieser von aktualisierten Vorlage, das war relativ schnell, könnte ich eigentlich ein neues Team erstellen. Der Team-Erstellungs- oder Anfrageprozess sieht so aus. Ich kann hier auf die Requests. Ich kann sagen Add a Request, Private oder Public. Ich mache jetzt mal das Public. Wie ist Template Value aus. Continue. Und dann sagen wir hier Community. So, ich möchte dieses Team jawohl, mein Request ist drin. Und jetzt kann dann eigentlich der Admin reingehen und das ganze Team dann approven. Jawohl, geht in Ordnung. Der Request ist durch. Und jetzt fängt er eigentlich im Hintergrund an, das Team provisionieren. Und ich hätte dann idealerweise dann nach kurzer Zeit hier mein Community-Team, genau, das ist schon drin. Er wird jetzt auch noch nicht alle Channels haben. Jetzt ist im Hintergrund eigentlich das Zeug am Ausrollen. Und dann habe ich die Sachen hier. Ich hätte auch die Möglichkeit, das Ganze noch zu synchronisieren. Aber meistens reicht es, wenn man initial einfach mal das ausrollen kann. Dass mal eine Grundstruktur für irgendein Projekt oder etwas gegeben ist. Dann noch schnell
auf den Teams Manager rüber. Und unter den Teams hin müsste jetzt hier noch mein Community-Team aufgeführt werden. Genau. Ja, das ist eigentlich mal der Teams Manager. Ich finde, er ist eigentlich recht schick gelöst. Es ist voll integriert im Teams. Aber eben, es ist halt ein Dritt-Tool. Wir haben Abhängigkeiten. Es muss jeder für sich entscheiden, ob das eine Variante ist oder nicht.